Sitzersport TV. Eure Stars hautnah. Heute in unserem Sitzersport TV Porträt haben wir die Nummer 15 des USK Hof, Johannes Meierhofer, zu Gast. Seit nun 20 Jahren spielt Meierhofer in einer Kampfmannschaft. Und seit bereits 6 Jahren trägt der heute 37-jährige zentrale Mittelfeldspieler die Kapitänsschleife vom USK Hof. Unter dem Trainerteam Amel Keskic und Peter Lissi erreichten die Hofer nach dem Herbstdurchgang Platz 4 der Tabelle. Wir freuen uns auf ein spannendes Gespräch mit Johannes Meierhofer. Ich bin gebürtiger Monseer, habe mit 7 in Monse zum Fußballspielen angefangen, ist auch mein Heimatverein. 10 Jahre später bin ich in die Kampfmannschaft gekommen. Das war in der Bezirksliga damals. Und es war gleich ein erfolgreiches Jahr, weil wir aufgestiegen sind in die Landesliga West. War eher von Kurzeinsätzen geprägt. Und ja, weitere Stationen sind der UFV Thalgau, der FC Hallein und seit 2013 bin ich jetzt beim USK Hof. Also mit der bisherigen Herbstsaison waren wir sehr zufrieden. Wir sind aufgrund der Verlustpunkte vorne dabei. Und das ist unser Ziel und ich hoffe, dass Corona auch möglich macht, dass wir weiterspielen dürfen. Wenn ich unsere Mannschaft beschreiben würde, dann ist es gespickt mit arrivierten Spielern und mit jungen Spielern und die Mischung ist, glaube ich, ganz gut. Ja, das Vereinsleben beim USK Hof ist ein sehr familiäres Vereinsleben. Wie ich dorthin gekommen bin, habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt, gleich von Anfang an. Das leistet jeder seinen Beitrag, von Obmann runter, Vorstand, ja, wir als Mannschaft. Und ich möchte auch die Zuschauer nicht vergessen, die uns immer wieder tatkräftig unterstützen, auch bei Auswärtsspielen. Und das Vereinsleben ist einfach intakt in Hof. Ich bin jetzt 6 Jahre beim USK Hof Kapitän und es ist eine große Ehre für mich, dass ich von der lässigen Truppenkapitän sein darf. Ja, nachdem ich dem älteren Semester jetzt schon angehe, werde ich nicht mehr so lange aktiv spielen. Und wie es dann weitergeht oder wie die weiteren Pläne ausschauen, ist alles noch offen. Meine Stärken als Kapitän sind, glaube ich, dass ich mit verschiedensten Charaktere sehr gut umgehen kann, dass ich Verantwortung übernehme am Platz und dass ich positiv oder ich versuche es, dass ich immer positiv die Mannschaft pushen kann. Unseren treuen Zuschauern möchte ich Folgendes noch mitteilen, dass sie in erster Linie immer gesund bleiben. Das ist in Zeiten von Corona auf alle Fälle das Wichtigste. Da möchte ich mich im Namen der Mannschaft bedanken bei Ihnen, dass sie uns immer so zahlreich unterstützen bei Heimspielen wie auch bei Auswärtsspielen. Und ich bin mir sicher, dass wir zukünftig wieder viele Erfolge gemeinsam feiern dürfen. Ein gemütlicher Abend in Corona-Zeiten schaut folgendermaßen aus. Mit der Freundin Abendessen genießen, ein Glas Wein dazu oder ein Bierchen. Und in Nicht-Corona-Zeiten, auf die ich mich jetzt besonders wieder freue, wird es eher so als ein Rockhausabend. Meine Hobbys neben dem Fußball sind Zeit mit der Freundin verbringen, dann diverse Sportarten ich bin ganz gern am Berg und für am Berg im Winter mit Skitouren gehen, Skifahren, Snowboarden, im Sommer Klettersteige erklimmen, dann ein bisschen Wassersport aus Monseer, Wakeboarden und Musik ist mir auch nicht so unwichtig, also ich gehe gerne auf Konzerte, hoffe, dass Rockhaus bald wieder aufsperrt und dass das wieder möglich ist. Und ich spüre auch noch ganz gern Schlagzeug und Vespa fahren ist auch noch eine meiner Leidenschaften. Als Serienjunkie würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, aber Prison Break habe ich ganz gern geschaut und Breaking Bad habe ich auch ziemlich gut gefunden.